Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Okay, keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich muss die Bürste auf jeden Fall mal sauber machen. Oh mein Gott. Was soll's? Und zwar geht es heute um Fotos bearbeiten, da mich sehr, sehr viele gefragt haben, wie ich meine Bilder bearbeite. Ja, ich zeige euch heute, welche Apps ich benutze und ich würde sagen, wir legen los. Ich muss sagen, früher habe ich meine Bilder schon viel bearbeitet als jetzt. Jetzt bearbeite ich meine Bilder manchmal schon gar nicht mehr. Kommt halt immer drauf an, wenn dann wirklich so ganz leicht, dezent und natürlich. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel Facetune, benutze ich immer noch sehr gerne. Hier habe ich auch schon gerade ein Bild für euch gemacht, damit ich euch ein Beispiel zeigen kann. Also wie gesagt, Facetune benutze ich sehr, sehr gerne. Einfach, wenn ich mal ein schönes Bild habe und ich denke mir, oh, das Bild sieht gut aus, aber da stört mich dieser Pickel oder meine Haut sieht komisch aus, unrein oder irgendwie Rötungen, kann man das ganz gut wegretuschieren. Einfach, ich mache dann auf Glätten und dann kann man das einfach ein bisschen weicher machen. Dann fallen die Pickel auch gar nicht mehr so auf. Man kann die Pickel auch ganz wegmachen. Das kann ich euch auch gleich mal zeigen. Ich folge gerade in mein Bearbeitungselement. Oh mein Gott. So, das müsste doch reichen. Also mir würde es jetzt halt so reichen. Mehr würde ich jetzt auch nicht machen. Ja. Aber man kann ja auch die Pickel ganz wegmachen. Und zwar gehe ich dann auf Überlagern. Dann zoome ich halt ran auf den Pickel. So, und dann kann man das tatsächlich ganz, ganz einfach überlagern. Und dann sieht es so aus. Seht ihr es? So, und das mache ich jetzt auch hier unten. Oh no, ich will ja nicht nochmal Pickel hinzaubern. So, über den Pickel dann wieder. Und ja, das ist auch das Einzige, was ich mit Facetune mache. Dann kommen wir zu ViscoCam. Liebe ich über alles. Also die Filter, die die haben, sind sehr, sehr, sehr schön. Hier mache ich mal ein Beispiel. So, das ist jetzt unbearbeitet. Und ich mache das immer so, ich benutze gar nicht einen ganzen Filter. Also das meine ich damit zum Beispiel, ja, der Filter sieht doch, oder? Ja, komm, nimm, oder? Nehmen wir den. So. Man kann es natürlich jetzt so ganz lassen oder einfach weniger vom Filter. Ich mache es erstmal immer auf 0. Dann ist das Originale da. Und dann halt so, wie ich denke, dass es nicht zu krass aussieht, aber trotzdem noch. Ja, seht ihr das? Das ist der Unterschied. Original und mit Filter. Und das sieht nicht, ich weiß nicht, ich finde nicht, dass das irgendwie zu krass ist oder so. Ich mache da wirklich ganz wenig und dann ist das halt so ein bisschen, ja, die Farbumgebung ist dann einfach so ein bisschen anders halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Und viele haben mich auch gefragt, das habe ich auch bei dem einen oder anderen Bild gemacht, und zwar diese Körnung, seht ihr hier? Und zwar ist das Bild dann so ein bisschen körnerig, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Seht ihr das? Ich finde, das hat irgendwie was. Also, ich finde, das sieht irgendwie schön aus. Ich mag das sehr gerne. Und jetzt habe ich einen richtig, richtig geilen Tipp für euch. Und zwar Quickshot. Hiermit, passt auf, kann man den Himmel ändern. Und zwar, ach, passt einfach auf. Oh mein Gott, ich liebe es. Leute, ich finde, das sieht so geil aus. Guckt euch das mal an. Das sieht unfassbar geil aus. Und keine Ahnung, ich habe das irgendwie vor ein paar Tagen entdeckt und ich dachte mir so, wie geil ist das denn? Ich finde, manches sieht wirklich sehr, sehr echt aus. Dann könnt ihr auch, weiß ich nicht, mit Blitz. Ich finde das total geil. Also man muss das auch nicht so extrem machen, man kann dann auch nur einstellen und alles hier, dass das auch nicht zu krass ist. Aber ich finde, das ist mega geil und ich benutze das auch ab und zu mal, wenn ich den Himmel ein bisschen schöner haben will. Ich finde, das Bild sieht dann auch noch mal viel geiler aus. Ja, die App habe ich auch vor ein paar Tagen irgendwo entdeckt, habe ich direkt einen Screenshot gemacht, weil ich das so abgefeiert habe. Ja, das war's auch eigentlich. Das sind so ein, ja, das sind drei Apps, die ich momentan benutze, wenn ich meine Bilder bearbeite. Ich finde die Apps sehr, sehr cool und ich kann die auf jeden Fall sehr empfehlen und macht das auch mal, dass ihr nicht den ganzen Filter benutzt, sondern halt diese, dass ihr das noch ändert, dass das irgendwie
ja, nicht zu stark ist der Filter. Dann sehen die Bilder zwar noch schön aus und da ist auch ein leichter Filter drüber, aber es sieht halt immer noch natürlich aus und nicht so draufgeknallt mit irgendwelchen Farben und Filter. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und vielleicht hat euch das ja was gebracht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.